Der Talk mit Thies und Joy Denalani ist da. Hallo. Du kannst dich ruhig noch fotografieren lassen. Also nein, jetzt ist alles getan. Jetzt haben wir ihn vertrieben, oder? Ja. Hier werden noch Souvenirfotos gemacht. Also Joy, heute Morgen noch eingestiegen in Berlin. Ja, von Berlin Gleisdreieck direkt nach Baden-Baden hier wieder ausgestiegen. Mit der U-Bahn. Mit der U-Bahn. Das wäre eine schöne Reise. Ja. Also, du hast dir für den Titel deines Albums hast du dir Gleisdreieck ausgesucht. Ich will mal Gleisbahndreieck sagen, was ja Quatsch ist. Also, das ist eine Gegend, die kennst du natürlich gut, denn genau. Es bedeutet für dich Kindheit. Dieses Gleisdreieck, das war deine Hood damals, als Kleiner. Die sogenannte Hood, ja. Bevor ihr weggezogen seid. Genau. Was sind die Bilder, die du sofort im Kopf hast, wenn du an deine Zeit damals denkst? Rund ums Gleisdreieck. Ja. Und das war ein Schmelztiegel da. Du nimmst mir ja alles vorweg. Also Gleisdreieck war für mich natürlich erstmal zu Hause. Familie, all meine Geschwister. Ich habe, wenn ich an Gleisdreieck... Wie habt ihr gewohnt? Sozialbau oder wie habt ihr gewohnt? Ja, Sozialbau. Ja. Allerdings, ich muss sagen, wir kamen aus einem Altbau mit Ofenheizung im vierten Stock ohne Fahrstuhl und zogen dann zum Gleisdreieck in diesen Neubau. Der war gerade mal 6 Jahre alt, als wir da eingezogen sind. Und ich sag euch, es gab Fahrstuhl, Zentralheizung, wir hatten eine Maisonette-Wohnung. Es war im Prinzip wie ein Schloss. Also ich fühlte mich also wirklich angekommen im Leben. Cool, aber Zentralheizung nicht im Fahrstuhl. Nicht im Fahrstuhl, nein. Nee, und es gab einfach sehr viele Kinder am Gleisdreieck und war eine sehr schöne Zeit. Und ich bin ausgezogen da war ich 16. Also 10 Jahre habe ich dort verbracht und es waren 10 sehr schöne Jahre. Ja. Wer waren die 3 schillerndsten Figuren, die du sofort aus dieser Gegend, aus dieser Zeit erinnerst? Meine Mutter. Ach, war die schillernd? Meine Mutter war sehr schillernd, eine sehr starke Persönlichkeit. Der Hausmeister, Herr Geppert. Ach, oh, es sind immer die Hausmeister, die einen jagen. So, das wäre jetzt mal die 2. Person. Ja. Und meine Freundin Özlem. Mhm. Ja. Wo ist die heute? Die ist in Berlin immer noch. Allerdings nicht mehr am Gleisdreieck, sondern die wohnt in Charlottenburg heutzutage. So wie du. So wie ich, genau. Um die Ecke auch. Einfach, um die Ecke. Im Prinzip. Seht ihr euch noch? Ist der Kontakt über all die Jahre Nein, geblieben? Wir sehen uns eigentlich gar nicht viel. Aber witzigerweise, das kann ich ja an der Stelle mal sagen, bevor alles losging bei mir musikmäßig, hatte ich ja einen ersten Plattenvertrag abgeschlossen. Mhm. Und da habe ich eine Band gehabt, die hieß Joy Sugar and Cream. Und das waren ich vorne sozusagen als Hauptsängerin und 2 Background-Sängerinnen. Und eine davon war Özlem. Die habe ich dann also aus den Augen verloren damals, als ich wegzog vom Gleisdreieck. Dann haben wir uns wieder getroffen. Da war ich dann ja vielleicht 5, 6 Jahre älter. Da hatten wir dann nochmal eine Zeit zusammen. Und seitdem haben wir uns aber tatsächlich aus den Augen verloren. Okay. Macht sie noch Musik? Nein, sie macht keine Musik. Das ist hobbymäßig, ne? Und was den Hausmeister betrifft, gab es da auch mal so große Konflikte? Also unser Hausmeister hat uns immer die Bälle weggenommen, weil wir Fußball auf dem Rasen gespielt haben. Der hieß Herr Erb. Herr Erb. Und der ist immer hinter uns hergelaufen. Und wir hatten richtig Angst vor dem. Der hat die Bälle genommen und weggesperrt. Also der war auf jeden Fall eine imposante Person. Er war riesengroß, er war Ex-Boxer und er hatte eine sehr laute Stimme. Und er hat auch durchaus mal über den Hof gebrüllt, wenn wir zu laut oder zu forsch gespielt haben miteinander. Aber er hatte auch viele Kinder mit seiner Ehefrau. Ich glaube, es waren alles nur Mädchen im Übrigen, der hatte nur Töchter. Ja. Und insofern hatte er also eigentlich am Ende des Tages doch auch Nachsehen für die Interessen eines Kindes. Na, dann war es einer von der freundlichen Sorte. Er konnte doch, so und so. Also man hatte auf jeden Fall Respekt vor Herrn Geppert, das war ganz klar. Mhm. Deine schillernde Mutter, wie du gerade gesagt hast, die ist ja auch Teil dieses Albums, die ist ja auch ein Gedanken immer bei dir. Ja. Die ist sehr früh gestorben. Genau. Da warst du wie alt? Naja, du hattest gerade das erste Kind sogar noch, das hat sie noch mitbekommen. Genau, ich war 27 und sie ist viel zu früh gestorben, sie war noch nicht mal ganz 60 und sie ist an Krebs gestorben und das war natürlich ein einschneidendes Erlebnis in unserer Familie. Wir sind ja 6 Kinder und waren natürlich alle total betroffen davon und es hat irgendwo eine Wunde gerissen, die sich auch nie richtig geschlossen hat. Natürlich fängt man nach einem Tod eines geliebten Menschen oder nimmt man sein Leben wieder auf und es geht natürlich auch in den Alltag weiter. Aber es gibt dann diese Momente, zum Beispiel, wenn man große Fragen hat oder so, ans Leben oder wie auch immer, dann denkt man natürlich an seine Eltern und man versucht zu antizipieren, was hätte denn die Mutter sagen können. Und gerade weil sie auch so eine starke, präsente Person war in unserem Leben, gibt es dann immer wieder auch so eine Art Zwiegespräch, das ich führe. Und auf der Platte Gleis 3 gibt es einen Song, der heißt Zuhause. Ja. Und da geht es auch so ein bisschen drum, dass ich eine große Frage habe, eine Lebensfrage eigentlich, die ich nicht allein lösen kann. Und ich frage sie,
ob sie mir da helfen kann. Und sie gibt mir eine gewisse, sie gibt mir ein Stück weit Gewissheit, aber die richtige Antwort kann auch sie mir nicht geben. Das ist eigentlich quasi die Auflösung des Songs zu Hause. Mhm. Und dein Vater kann aber auch nicht helfen in allen Fragen. Aber mein Vater kann jetzt auch nicht helfen in allen Fragen. Er ist ja in Berlin nach wie vor, ist schon etwas betagter heute. Und nein, er hat auch die Antwort nicht. Die Antwort ist, glaube ich, auch nicht einfach zu finden. Also es geht in dem Song, um es mal ganz Das ist der Song Zuhause, wo du wirklich auch deine Mutter fragst, weil du eine Situation auch tatsächlich im echten Leben erlebt hast dort. Genau. Das war auf der Straße in Berlin, wo war das? Genau, es ist eigentlich eine von vielen Situationen und dieser Moment in Berlin auf der Straße auf einem Weg in die Session war ausschlaggebend für diesen Song. Also Welche Ecke, wo war es in Berlin? Das war in Friedrichshain. Friedrichshain. Und ich stieg gerade aus der U-Bahn aus und lief also in die Session und da liefen zwei ältere Damen neben mir her und unterhielten sich über die sich zuspitzende Situation in Deutschland mit der sogenannten Flüchtlingskrise, dass das alles viel zu viel sei und dass diese Menschen jetzt hier herkommen und ziemlich klassische Dinge haben sie von sich gegeben, wie die Arbeitsplätze wegnehmen, sie seien alle krank, man müsse sich jetzt mal impfen, gegen TBC haben sie original gesagt, gegen TBC impfen. Mhm. Und es war also ziemlich floskelhafte Rederei, wie ich fand, und sie schauten mich dabei immer so provokant an. Also es war im Prinzip eine nonverbale Aggression und ich war eingeschlossen in ihre Unterhaltung über diese sogenannten Fremden. Das heißt, ihr wart auf der Straße oder im Fahrstuhl? Okay. Nein, du bist aber nicht vorbeigegangen? Nein, ich lief parallel zu ihnen. Ach, wir liefen auf der Straße. Ich lief aus der U-Bahn und diese Damen liefen einfach zufälligerweise parallel mit mir in dieselbe Richtung. Und und es gibt manchmal Situationen, in denen ist man gefasst und auch gefeit auf solche, Ereignisse, nenne ich es jetzt einfach mal. Auf Sätze, die du natürlich früher in deiner Kindheit sicherlich ein oder andere Mal gehört hast, das waren ja noch andere Zeiten da. Ganz genau. Und ich meine, ich glaube jetzt, meiner Erfahrung nach ist es so, man muss dazu vielleicht auch wissen, mein Vater ist Südafrikaner. Mhm. Also ich bin halb schwarz, halb weiß. Ich entspreche nicht dem Ebenbild der Mehrheit hier in Deutschland. Ja. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Und das habe ich ein Leben lang auch zu spüren bekommen. Und ich bin natürlich hier zu Hause in Deutschland. Hier komme ich her und hier gehöre ich auch hin. Ich bin hier sozialisiert worden und ich spreche die deutsche Sprache. Ich kenne die deutsche Geschichte. Und das sehr gut übrigens. Also wirklich, und natürlich fühle ich mich ganz stark verbunden diesem Land. Und es ist einfach furchtbar, wenn man an bestimmten Punkten ausgeschlossen wird, weil man äußere Merkmale mit sich bringt, die nicht dem Ebenbild der Mehrheit entsprechen. Eine Sache, von der wir eigentlich denken, da sind wir eigentlich überwiegend drüber hinweg. Sollte man denken. Und ich glaube, an vielen Stellen ist es auch so. Ja, aber es gibt natürlich auch genauso viele Situationen, in denen man merkt, dass es dann vielleicht doch noch nicht so angekommen ist. Und ich meine, Einwanderungsland als Stichwort ist ja auch so eine Sache. Also wir haben ja viele Jahrzehnte gebraucht, um quasi auch auf einer politischen Ebene dann mal einzugestehen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Dass es eigentlich multiethnisch aufgebautes Land ist. Klar. Und dass es auch selbstverständlich sein sollte, dass Menschen, die anders aussehen, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, als die Mehrheit, ein ganz normales Deutsch sprechen und selbstverständlich auch hier geboren und aufgewachsen sein können. Nun ist Berlin natürlich auch noch ein ganz besonderes Pflaster. Da sprechen die alle sofort aus, was sie denken. Das ist das Problem, wa? Berlin hat ein Problem. Du hast recht. Man ist woanders in Deutschland wesentlich diplomatischer und behält es vielleicht auch mal für sich. Aber in Berlin, da tragen sie ihr Herz ja auf der Zunge. Das stimmt. Ja, und das ist nicht immer schön. Das stimmt. Aber ich meine, guck mal, die Übergriffe auf zum Beispiel, auf sogenannte Flüchtlingsheime, die passieren ja nicht nur in Berlin und um Berlin rum, sondern zum Beispiel auch Bayern, auch Baden-Württemberg. Absolut. Da gibt es ja auch eine ganz schöne Brisanz. Ja. Insofern ist es, glaube ich, ein allgemeines Phänomen, mit dem wir gerade hier konfrontiert werden in Deutschland. Ja. Und Leute wie ich, die so ein bisschen auffallen quasi, äußerlich auffallen, die fallen dann auch als erstes durchs Raster, wenn es mal drauf ankommt. Das ist zumindest mal das Gefühl und was mich dazu bewogen hat, diesen Song zu schreiben. Wie hast du denn reagiert, als du neben den beiden Damen herliefst? Ich habe gar nicht reagiert und hat mich dann auch nicht in Ruhe gelassen. Was soll man auch sagen, oder? Naja, manchmal kann man was sagen. Manchmal fällt hast du schon einem mal was gesagt? Ich sage eigentlich fast immer was. Okay. Und dann sagst du was zum Beispiel? Ja, unterschiedliche Dinge. Ja. Manchmal schlage ich zurück. Es kommt natürlich auch auf die Konfrontation an. Es gibt ja direkte nonverbale Attacken. Es gibt verbale Attacken. Es gibt nonverbale
Angriffe oder Situationen. Es gibt Momente, wo man sich einsetzt, auch wiederum für andere Leute. Es kommt immer auf die Menschen an natürlich, auf deren Energie, mit der sie was wie sagen. Aber im besten Falle, das ist meine Erfahrung, ist es eigentlich so, dass man es schafft, im Moment eines Angriffs sozusagen zu parieren. Mhm. Und wann ist dir das mal richtig gut gelungen? Ist mir öfter gelungen. Ja, zum Beispiel das letzte. Also ein Gespräch zum Beispiel, da saß eine Familie neben mir im Restaurant und die unterhielten sich über Piercings. Mhm. Die Tochter wollte ein Piercing haben, es war eine große Familie und der Vater war also dagegen, habe ich total verstanden. Also war nicht einverstanden mit der Idee seiner Tochter und sagte dann, naja, das machen doch nur die Neger in Afrika. Mhm. So. Und das war für mich also einer dieser klassischen Momente, wo ich dachte, das ist einfach so ein Missverständnis, den wir hier gerade aufsitzen. Und dann habe ich überlegt, das hat mich gar nicht in Ruhe gelassen. Und ich habe dann überlegt, okay, wie wo war das, Café oder was? Oder das war im Café. Im Café? Mhm. Wie gehe ich damit um? Ich kann jetzt so tun, als hätte ich es nicht gehört. War ja auch nicht meine Situation. Die haben mich nicht angegriffen, haben nicht mit mir gesprochen. War eigentlich nicht mein Thema. Aber ich saß nun mal dabei und dann bin ich sehr höflich aufgestanden und hingegangen und habe also mich vorgestellt und gesagt, ich will nicht stören die Situation, aber ich hätte jetzt gerade was mitbekommen und das hat mich dazu bewogen, was dazu zu sagen und habe also gesagt, das ist ein ziemliches Klischee, dass man sozusagen Afrikanern irgendwelche Nasenringe nachredet. Und die heißen auch gar nicht, und die heißen auch nicht Neger, also weder heißen diese Menschen Neger, das sagt man nicht mehr, und das ist ein Klischee, davon muss man sich irgendwo entfernen. Und er war sehr perplex, aber sehr offen. Okay. Und er war offen, weil ich bin wirklich nett zu ihnen hin und habe mich vorgestellt und habe gesagt, ich würde gerne was sagen und ich will ihnen nicht zu nahe treten, aber es ist mir etwas aufgefallen. Und dann hat er sich entschuldigt, hat gesagt, es tut ihm leid, und jetzt, wo er nachdenkt darüber, ist ihm das vollkommen klar. Es stand in seinen Geschichtsbüchern zum Beispiel, und das stimmt ja auch, in den Geschichtsbüchern der 50er, 60er, 70er Jahre standen ja auch Wörter wie Neger einfach drin, um sozusagen, wenn es im Biologieunterricht darum ging, Menschen zu unterscheiden nach äußeren Merkmalen. Ja. Aber ich hatte den Eindruck, dass er dankbar war. Die Situation hat sich friedlich aufgelöst und ich glaube, mir ging es danach besser, und ich hatte den Eindruck, dass auch er für sich gedacht hat, okay, also so kann man es in Zukunft tatsächlich nicht mehr machen. Das war ein Fall auf jeden Fall, der hatte sich gelohnt. Ja, auf jeden Fall was zu sagen mit einem schönen Ergebnis dann genau, auch. Genau, ich glaube, Dialog ist sowieso der Schlüssel für alles. Es gibt manchmal Momente, da kann man eben nicht direkt reden, da muss man manchmal auch abwarten, aber Dialog ist einfach the key. Ja. Sag, ich habe noch deine schillernde Mutter im Kopf, weil du sagst, oh ja, die hat geschillert. Ja. Also was war typisch für deine Mutter? Das war typisch für meine Mutter. Die hatte einfach alles im Griff, würde ich mal sagen. Also sie war ja eine vollberufstätige Frau. Okay, ja. Mutter von 6 Kindern. Okay. Wer hat auf euch aufgepasst? Naja, wir waren in Berlin, muss man sagen, da geht man ja dann in die Kinderbetreuung. Okay. Das ist sozusagen nie ein Thema gewesen. Das ist ähnlich wie in Frankreich eigentlich, und immer mehr und mehr Bundesländer hier auch schließen sich dieser Form der Betreuung an, glaube ich, habe ich den Eindruck. Ja. Und wir sind sozusagen in die Kinderbetreuung gegangen, meine Eltern waren arbeiten, meine Mutter sah unheimlich hübsch aus, sehr gepflegte, aber auch unglaubliche Erscheinung, schöne Frau, intelligente Frau, dann hat sie gekocht, geputzt, Hausaufgaben gemacht und gespielt, also sie war einfach an jeder Front, hat sie irgendwie gewirkt, und man hat sich immer gefragt, wie macht sie denn das eigentlich, sie hätte sich, also ich glaube, so vom Gefühl hat sie sich 2 oder 3 geteilt. Okay, klingt fast nach Übermutter. Das ist ja ein Vorbild, dem musst du als zweifache Mutter auch erstmal gerecht werden. Oder schaffst du das auch so gut wie deine Mutter? Ich geb mir Mühe. Ich meine, jetzt habe ich ja nur 2 Kinder. Ja. 2 Jungs, ne? Im Gegensatz zu 6 Kindern, die unsere Eltern hatten. Und das ist alles sehr viel überschaubarer natürlich mit 2 Kindern. Aber ja, ich gebe mir Mühe und folge aber auch der Maxime meiner Mutter, die immer gesagt hat, Kind, du musst tun, was dich glücklich macht. Ja. Wenn es für dich bedeutet, du hast Kinder und arbeitest und das füllt dich aus, dann geh dem nach. Ja. Und ich meine, sie hat uns ja vorgelebt, dass es klappt mit dem Arbeiten, Freunde treffen. Die ist auch einmal im Jahr mit ihren Freundinnen in den Urlaub gefahren. Cool. Und unser Vater hat auf uns aufgepasst. Also es ist irgendwie gelaufen. Ja. Über deinen eigenen Sohn singst du auch auf diesem Album. Ja. Ein Song, es fällt dir nicht ganz so leicht zu sehen, wie der größer und erwachsener wird. Ja. Und dass er dann irgendwie auf seinen eigenen Beinen auch mal steht. Ja. Also du spürst an dir selber das Problem, loslassen zu können. Ja.
Na, es ist nicht, was ist daran so schwer? Es ist eigentlich gar kein Problem. Es ist eigentlich was total Schönes. Ich freue mich, dass meine Kinder mittlerweile in einem Alter sind, in dem sie Raum für sich beanspruchen, der auch mal ohne die Eltern funktioniert. Ich kann das alles natürlich auch nachvollziehen. 16 und 13 Jahre sind sie alt. Und ich lasse sie eigentlich auch ins Leben raus, aber natürlich ist man als Eltern immer irgendwo besorgt, dass das alles gut geht, und darum geht es eigentlich viel mehr. Nicht das Loslassen an sich ist für mich das Problem, sondern also die Sorge darüber, dass das alles irgendwie funktioniert. Aber du weißt, du bist mit 16 ausgezogen, damals schon. Ja. Warum eigentlich so früh damals? Es ist eine gute Frage. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich bin so früh ausgezogen, weil ich zwei große Brüder hier habe, jeweils 6 und 8 Jahre älter als ich. Mhm. Ich hatte vorhin schon erwähnt, meine Eltern waren voll berufstätig und nach der Kinderbetreuung haben sich meine Brüder um mich gekümmert. Das heißt, ich habe viel, viel Zeit mit meinen großen Brüdern verbracht und bin sehr geprägt auch einfach durch die beiden. Und da sie nun aber 6 und 8 Jahre älter sind als ich, hat sich dann irgendwann, als ich Teenager wurde, dieses Problem ergeben, dass ich dieselben Rechte in Anspruch nehmen wollte, die meine Brüder schon genossen hatten. Und das war natürlich unmöglich. Also ich sag jetzt mal sowas wie ausgehen. Ausgehen, raus in Club oder so. Warst du eine Wilde, die gerne mal irgendwie dann in irgendwelchen schon, Clubs abgehangen hat? Ja. Und Mutter wusste das? Nein. Wusste das eher nicht? Nein. Meine Brüder haben mich ab und zu dann mal irgendwo aufgegabelt. Und haben mich ins Taxi gesetzt und haben geschwiegen. Ach, das Suchkommando wurde rausgeschickt? Nee, die wurden mich raus. Ich habe die getroffen einfach, dann im selben Club. Und die haben sich ins Taxi gesetzt? Ja, die waren dann... Das war aber nicht billig dann? Nee, das war nicht billig, aber also sie wollten natürlich nicht nach Hause, fühlten sich aber in der Verantwortung. Okay. Und ich wohnte auch dann nicht so weit weg, als dass es irgendwie... ein Heidengeld gekostet hätte, aber also sie haben mich dann schon nach Hause geschickt und es kam schon ein, zwei Mal vor. Die wilde kleine Joy, so unbezähmbar wie ihre Frisur. Ja, man sagt doch immer, die Haare sagen doch was über die Persönlichkeit, habe ich gehört. Ja, stimmt, aber deine Haare waren früher auch noch wilder. Insofern passt das wahrscheinlich. Ja. Bist du älter geworden? Da wir schon fast am Ende sind, das ist einfach furchtbar. Sag noch kurz einen Satz zum Beispiel zu dem Song Hologramm. Hologramm. Hologramm habe ich mit einem Kollegen geschrieben, Maxim. Mhm. Den tollen Musiker Maxim. Mit Soldaten, ne? Genau. Meine Soldaten. Meine Soldaten Maxim. Ja, meine Soldaten Maxim ist das. Und mit ihm hatte ich mich getroffen und dann haben wir uns unterhalten über den Begriff Hologramm. Der hat uns einfach sehr gut gefallen und haben damit rumgespielt und dann entschieden, wir bauen eine Geschichte um diesen Begriff. Mhm. Wie kamt ihr auf Hologramm? Habt ihr euch gegenseitig eure Kreditkarten gezeigt, oder? Nee, wir haben uns einfach unterhalten über interessante Begriffe. Es lag irgendwie in der Luft und es gab sowas wie Schleudertrauma, war auch ein Begriff. Darüber haben wir uns unterhalten, dann festgestellt, es singt sich aber nicht gut. Es erzählt eigentlich was Interessantes, diesen Moment des Schleudertraumas, wenn du sozusagen auf etwas zurast und du kriegst genau mit, jetzt passiert gleich was und du kannst es nicht abwenden, diese Sekunden. Und du hast dann dieses Schleudertrauma, erfährst dieses Schleudertrauma daraus. Das fanden wir gut, aber es klingt nicht gut. Ja, also haben wir es wieder verworfen und so haben wir einfach irgendwie Begriffe hin und her geschmissen und Hologramm war einer davon und damit haben wir diesen Song da rumgebaut. Und es geht ja um Beziehungen, die sich auflösen. Mhm. Und es war jetzt keine Aufarbeitung meiner persönlichen Geschichte, aber natürlich weiß ich auch, wie es sich anfühlt, wenn man sich quasi aus den Augen verliert und eigentlich ist die Person da, aber man kann sie nicht mehr anfassen quasi. Mhm. Also das Artifizielle am Hologramm. Hologramm. Also aus dem Album Gleisdreieck. Eine allerletzte Frage noch. Du hast ja mal wirklich ein einziges Semester Germanistik und Literaturwissenschaft studiert, als Auszeit von der Musik sozusagen, um mal den Kopf mit anderen Dingen zu beschäftigen. Ja. Für die nächste Auszeit, welches Studium machst du dann? Ich glaube, ich würde wieder allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften aufgreifen. Ich hatte ja auch Deutsch und Englisch belegt. Das war okay, aber nicht so interessant jetzt für mich. Aber dieses allgemeine und vergleichende, da geht es halt einfach um Texte und einfach also Literatur gegenüberstellen aus verschiedenen Epochen, verschiedene Sichtweisen und Vergleiche zu ziehen und da sozusagen Forschung anzustellen. Ja, dann bist du eine Leserin, eine Leseratte.
Ja, also zeitweise schon. Also zeitweise schon. Es gibt diese Phasen, da kann ich dann kein Buch anfassen, ja, da habe ich einfach keine Lust. Ja, weil man nicht die Ruhe hat, oder? Weil du eigentlich die Zeit hast. Genau, weil man nicht die Ruhe hat auch manchmal. Mhm. Selbst wenn man die Zeit hat, hat man manchmal diese innere Unruhe und dann kann man einfach nicht sich dazu bewegen, so ein Buch in die Hand zu nehmen. Aber es gibt doch über all die Jahre viele Phasen, in denen ich doch auch sehr viel gelesen habe. Ja. Buchtipp von dir? Was hast du zuletzt begeistert gelesen? Ich habe einen tollen Buchtipp. Erzähl. Meine geniale Freundin von Elena Ferrante. Okay. Das kam letztes Jahr raus. Es gibt 4 Bände. Ja. Es gibt jetzt schon 2 mittlerweile. Und Elena Ferrante ist eigentlich das Wunder der Literaturwelt zurzeit, weil sie schreibt unter einem Synonym. Kein Mensch weiß, wer sie ist. Donna Leon. Nein, es ist nicht Donna Leon. Nein, man weiß natürlich auch nicht mal, ob es eine Frau ist oder nicht, sie erzählt unglaublich gut. Ja. Und es geht um die Geschichte eigentlich von 2 Frauen, die in den 1950er Jahren in einem sehr armen Viertel von Neapel in einem klassischen Patriarchat groß werden und beschreiben, ihre Freundschaft wird beschrieben und ihren Blick aufs Leben und die Liebe und so weiter. Also Frauenroman? Nein, ich würde nicht sagen, es ist ein ausgesprochener Frauenroman, aber es beleuchtet eine weibliche Freundschaft, das muss man schon sagen. Schon notiert. Supi. Schon notiert. Ich hätte noch einen Tipp. Erzähl, bevor alle unruhig werden draußen. Von John Williams, Augustus. Okay. Ein Briefroman. Und zwar geht es um Augustus, also der Stiefsohn quasi von Julius Caesar. Dem römischen Kaiser dann? Genau, der erste römische Kaiser wurde. Ja, ja. Das ist total interessant. Also auch diese Form des Briefromans, das hat man ja auch nicht alle Tage in der Hand. Und das ist natürlich irgendwo geschichtliche Einblicke, die man da gewinnt. Aber es ist auch sehr interessant beschrieben, wie diese Person sozusagen vom kleinen Adoptivsohn von Julius Caesar zu diesem unglaublichen, mächtigsten Kaiser der damaligen Zeit heranwächst. Sehr gut hier. Die Buchtipps noch. Von Joy Denalani. Hier bei uns in SWR 3. Danke für den Besuch heute hier. Danke für die Einladung. Das neue Album von Joy, das heißt Gleisdreieck. Ja. Danke und bis bald hier wieder. Bis bald, danke. Joy Denalani in SWR 3. Mehr auf swr3.de.